2009 startete BMW mit dem 5er Gran Turismo. Und so sehr sich die Geister auch am Design scheiden, orderten 2012 rund 6% aller 5er-Käufer weltweit den GT. Nun startet ab dem 15. Juni 2013 auch der BMW 3er als Gran Turismo. Weltpremiere ist auf dem Genfer Autosalon. Schon auf den ersten Blick fällt auf, wie sehr der 4,82 Meter lange 3er GT gegenüber Limousine und Kombi gewachsen ist. Das Plus in der Länge beträgt im Vergleich zum Touring 20 cm. Der Radstand wächst um 11 cm auf 2,92 Meter. Dies kommt besonders den Fondpassagieren zugute, die nun sogar mehr Beinfreiheit als im größeren 5er zur Verfügung haben. Vorne wie hinten ist die Sitzhöhe um 59 mm gestiegen. Der Kofferraum bietet ein Stauvolumen von 520 Litern und ist durch einen doppelten Ladeboden und in der Neigung verstellbare Rücksitze flexibel nutzbar. Optisch ist der Neue im Bunde eindeutig als Familienmitglied der Dreierreihe zu erkennen. Dennoch gibt es einige Besonderheiten. Die Türen verfügen über rahmenlose Scheiben, die Dachlinie fällt nach hinten sanft ab. Dort mündet sie in den üppig dimensionierten, sicher nicht jedem gefallenen Hintern. In die Abrisskante der elektrisch öffnenden und schließenden Heckklappe ist ein aktiver Heckspoiler eingelassen. Dieser ist ein Novum bei BMW und fährt bei Geschwindigkeiten über 110 km/h automatisch aus. Fällt das Tempo unter 70 Sachen, verschwindet er wieder. Serienmäßig steht das Auto auf 17 Zoll Rädern. Je nach Ausstattung werden Alus in bis zu 19 Zoll angeboten. Unter der Haube des 3er GT kommen die stärkeren Aggregate der Baureihe zum Einsatz. Zur Markteinführung umfasst die Motorenpalette drei Benziner und zwei Selbstzünder mit einer Leistungsspanne von 143 bis 306 PS. Es stehen die bekannten Otto-Varianten 320i, 328i und 335i zur Wahl. Zusätzlich werden der 318D und der 320D angeboten. Serienmäßig wird über ein 6-Gang-Getriebe geschaltet, optional gibt es eine 8-Gang-Automatik. Noch im Sommer 2013 soll es zusätzlich Varianten mit Allradantrieb sowie den 325D Gran Turismo mit 218 PS starkem Top-Diesel geben. Als Basisversion 318D wird der Gran Turismo 36.150 Euro kosten. Das sind rund 2.000 Euro mehr als für den Touring verlangt wird. Der 306 PS starke 335i kostet 47.200 Euro.